unter dem Schutz der Französischen. Das Zweite Frankreich deutet auf eine Mitschuldigung. Offenbar soll eine Konfrontation mit den NATO-Partnern zu Teil vermieden werden. Wir fordern von den zuständigen französischen Behörden, die Hintergründe der Morde öffentlich zu machen und die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen. Auch um weitere Morde zu verhindern, fordern wir eine restlose Aufklärung des Verbrechens. Die Verantwortlichen müssen vor Gericht gestellt werden. Bis dahin werden wir auf jeden Mittwoch diese Aktion fortsetzen. Denn ohne Gerechtigkeit kann es keinen Frieden geben. Der 9. Januar ist für uns ein Kampftag gegen Sexismus, Militarismus, Rassismus und Ausbeutung. Der 9. Januar steht für uns für die beharrliche Forderung nach Freiheit und weltweite Solidarität. Dieser Tag steht für uns dafür, alle Mauern und Grenzen